Meine Wurzeln sind im Rock, mache viel im Heavy-Metal-, Hard-Rock-Bereich, aber im Studio eigentlich alles, was mit handgemachter Musik zu tun hat. Ich schicke viele Daten hin und her, fertige Aufnahmen, einzelne Gitarrenspuren, Mixe, relativ zügig per E-Mail. Früher war es ja eben halt komplett analog. Das heißt, die Datenträger waren wirklich physikalisch vorhanden. Man musste sie von A nach B wirklich tragen. Ich benutze auf jeden Fall das Internet auch, um meine Eigenkompositionen zu verbreiten. Privat spiele ich auch, wenn es die Zeit erlaubt. Dann gibt es einen Ego-Shooter, Deathmatch, jeder gegen jeden.